wir bekommen gleich ein Rematch. Dann hat er eine Chance, sich hier zu rächen. Wir hatten ja eine schöne aggressive Partie im letzten Spiel. Mal gucken, was sich jetzt hier so anbietet. Ah, könnte man damit auch machen. Aber die Mustangs zum Start ist immer ein bisschen schwierig. Ich denke ganz klar, das Stärkste dürfte ja der Supply Specialist sein. Und ihr habt in den letzten Spielen so mitbekommen, wie sich bei mir so ein bisschen gewandelt hat. Ja, ich habe ja hier gern die Tanks immer genommen, aber habe die dann oft auch schnell wieder verkauft. So, er ist jetzt hier Heavy Armor Specialist. Das heißt, er gewinnt hier die Crawler Fights grundsätzlich ganz gut. Ich würde gegen ihn jetzt auch gerne hier Crawler spielen. Und hier würde ich jetzt, ja, ich würde ein defensives Setup wählen. Ich gehe fast davon aus, dass er aggressiv spielt. Bin mir aber nicht so sicher. Ist die Frage, ob ich mich dann hier zentral aufstelle. Kann man eigentlich mal machen. Und dann machen wir das folgendermaßen. Stellen wir die alle so ein bisschen weiter mittiger auf. Die dann horizontal in die Mitte. Ja, so kann man das machen. Und der kommt hier hinten hin und dann schwenkt halt alles so in die Richtung, ja, wo es halt hin soll. Wenn er dann jetzt hinten steht, ist das ein bisschen schlechter. Aber gegen diese Aufstellung dürfte das ganz gut sein. Jetzt muss man mal sehen, ob diese nicht hier den Tower snipen. Das kann passieren. Ich hoffe natürlich nicht. Dass der jetzt auch gleich auf den hier einloggt, ist nicht so gut. Aber jetzt kommen die restlichen Tanks. Okay. Und die knüpfen sich jetzt die vor. Deeper Crawler. Das wäre natürlich schön gewesen, wenn nicht ganz so viel abgebogen wäre. Aber jetzt können wir uns hier zumindest drauf konzentrieren. Wissen, dass die Verteidigung auf der Seite funktioniert. Dann schauen wir mal. Kriegt da leider ja noch den Tower. Wir werden den hier nicht bekommen. Okay. Wieder Rhinos. Die könnte er natürlich wählen. Ich finde hier die Level 2 Mustangs gegen das, was er hier da hat, eigentlich ganz gut. Hacker, Fangs. Auch die Fangs könnte man hier wählen. Sind halt zwei Level 3 Fangs. Die sind dann aber gegen das Rhino eventuell nicht allzu gut. Aber Fangs will ich eigentlich auch haben. Ich glaube, ich nehme die. Vielleicht einmal hier davor. Und hier so an die Seite. Jetzt müssen wir das Ganze hier natürlich nur noch ein bisschen ergänzen. Die Frage ist, was wir dazu nehmen. Und Chaff Clear ist natürlich so ein Thema. Man könnte jetzt hier auch einen Vulcan ergänzen. Das Problem ist nur, was ist, wenn jetzt eventuell die Rhinos kommen. Da ist der Vulcan nicht so toll. Ich nehme hier einmal noch Tanks dazu. Machen wir es mal so. Und dann nehmen wir noch mal Marksman dazu. Wir sind dann auch gegen das eventuelle Rhino ganz okay. Ich verteile die mal hier so ein bisschen. Wir machen das mal verstärkt hier so hin. Gucken wir mal, ob das funktioniert. Hier könnte man eine Rakete stellen. Schauen wir mal. So, er hat jetzt hier die Rhinos genommen. Und jetzt habe ich hier die Marksmen dahinter. Die müssen mich hier halt aufhalten. Da könnte man jetzt noch einen Scorpion bauen. Und davor stellen. So. Hier kommen jetzt seine Crawler noch an. Das hat jetzt noch ganz gut funktioniert, aber sobald er da natürlich mit einer Rakete das eventuell auch wegnimmt, da muss man auch immer doll aufpassen, sieht das wieder ganz anders aus. Das heißt, wir müssen ja eigentlich immer ein Schild hinstellen. Ja, sonst stellt er hier eine Rakete hin und dann war es das. Okay, Mass Produced Scorpion ist natürlich auch eine Möglichkeit. Man könnte ihm auch Wespen hinstellen, ein paar Crawler. Stören uns die Wespen? Nicht unbedingt. Underground Threat.
Ich glaube, ich nehme das aber. Dann lassen wir hier noch ein paar Crawler starten. Okay, ich hatte gesagt, wir brauchen hier unbedingt eigentlich ein Schild. Setzen wir hier auch hin. Jetzt hätte ich halt gern noch den Skorpion. Klumpt hier jetzt alles ein bisschen. Man muss dann nämlich auch ein bisschen aufpassen, dass natürlich hier keine Selbstmord-Rhinos kommen. Und dann stellen wir hier vielleicht noch ein paar Fangs hin. Hier außen. Vielleicht ein bisschen. Ja, hier so. Okay. Und dann gucken wir mal, wie er sich hier entscheidet. Wieder Macrage. Oh, und er möchte jetzt hier den Tower rausnehmen. Und das klappt auch. Hätten wir die ein bisschen weiter vorne, hätte die zumindest da angeschossen. Ja, da wird er die Runde hier für sich entscheiden, weil dadurch hat er natürlich genau den Debuff, wenn hier, wenn hier die Rhinos reinkommen. Das ist natürlich bitter, bitter, bitter. Und das ist vor allem bitter, weil natürlich wir auch hier die Schilde gleich mit verlieren werden und den zweiten Tower. Und ich hatte mich immer mal so ein bisschen abfällig geäußert über so Plays, die so eine Runde gewinnen. Aber man hat gesehen, dass die höchst effektiv insgesamt sein können. Ja, es ist ja auch kein großes Kosten-Commitment. Wenn man dann natürlich überinvestiert in so Tricks, also eine Flanke zu doll ausbaut, dann ist natürlich Mist. So schön ist, dass das Schild hier zumindest stehen geblieben ist. Und ihm eine Vulkan reinzusetzen, ist hier, glaube ich, ziemlich gut. Machen wir mal. Das zum Thema eine Runde gewinnen. Den könnten wir hier einmal verstärken. Was ich auch machen möchte, ist, dass ich hier einen reinsetze. Ja, dann gebe ich dem hier noch was. Und was wir auch machen können, ist hier direkt eine Rakete spielen. So, die können wir eventuell sogar mitverkaufen. Aktuell mag ich sie noch. Mal sehen, ob der Attack-Wert hier ausreicht. Nur, wir müssen auf der Seite auch was spielen, falls er dann mal switcht, ja. Also, man hat ja gesehen, viele Spiele hatte ich jetzt auch verloren, indem ich die Defense auf der anderen Seite komplett vernachlässigt hatte. Und das möchte ich natürlich nicht. Er könnte jetzt natürlich auch hier einen Vulcan beispielsweise hinstellen, aber damit müsste man dann leben. Schauen wir mal, wie das jetzt hier passt. Okay, er hat jetzt hier das noch mit draufgesetzt. Ah, es reicht noch nicht aus hier, der Attack-Wert. Da müssen wir noch ein bisschen mehr hinstellen. Kommen wir auf jeden Fall durch. Und die Tanks hier in der Mitte können wir verkaufen. Und dann wählen wir da vielleicht noch einen Scorpion. Wir können dann natürlich auch Overlords gehen mit Ground Cannon, ja. Sehen, wie viel wir hier noch rausnehmen. Oh, der Vulcan steht ja auch noch. Ja, das wäre jetzt gut, wenn der Tower fällt. Wenn der noch eine Salve hier los wird. Ah, es gewinnt die Runde sogar. Okay. Und Schild steht immer noch. Der Scorpion hat leider kein Level bekommen. Absorption Module könnte man auch nehmen. Wir können noch einen Vulcan reinsetzen. So was, das hat eben gut geklappt. Das machen wir einfach nochmal. So, und hier noch ein Scorpion. Ich mache das jetzt über Scorpions. Könnt ihr auch noch Schild ausgeben, theoretisch. Und ich hatte ja gesagt, ich wollte die einen Tanks verkaufen. Hier stellen wir einfach nochmal eine Rakete. Dem geben wir ein Level. Und können auch nochmal Öl legen. Aber die können gar nicht verlangsamt werden, oder? Öl ist aber vielleicht trotzdem nicht schlecht. Weil wir hätten dann die Option, das eventuell natürlich sogar anzuzünden. So, habe ich jetzt hier Verkaufen schon ausgewählt? Nein, noch nicht. So, und ich glaube, waren die oder die sinnloser? Die waren etwas sinnloser. Ah, hier hat er Crawler. Die nehmen wir jetzt auch einfach mit einmal raus. Die möchte ich hier noch upgraden. Hätte ich auch gern noch mehr Crawler. Beziehungsweise, ich weiß gar nicht,
Sollen wir die mal hier hinsetzen? Dann müssten die nach da laufen. Und dann können wir noch eine Rakete setzen. Die setzen wir mal hier so defensiv. Gern hätte ich den auch noch geupgradet. Schauen wir mal, wie das jetzt hier funktioniert. Ich glaube, das Öl funktioniert gegen die gar nicht, ne? Die können Immunity to Slow, ja. Die Crawler werden dadurch hinten langsamer. Oh Mann, das ist, die reichen überhaupt nicht aus, die Scorpions. Hätte ich mir sparen können. So, schauen wir mal. Immer die werden jetzt geslowt. Oh, und er hat hier Level 2 vergeben, okay. Na komm schon. Was hat denn er da noch drauf? Da hat er Lifesteal drauf. Ah, deswegen hält er so viel aus. Na, dann war der jetzt natürlich teuer und sinnlos. Okay, viel Schaden, viel Schaden. Wie kriegen wir die down? Oh, die haben alle sogar noch ein Level bekommen. Ich könnte ja relativ viele Raketen spielen, mit Raketenspezialist, um zu überleben. Ich könnte aber auch Crawler hier vorne starten. Das wäre auch eine Möglichkeit. Hier vorne dran einfach. Oh nein, er hat der Spin to Win, okay. Heißt, die will ich eigentlich hier auf der Seite haben. Lass mal die mal hier starten. So, wie halten wir die jetzt hier auf? Ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung. Wir könnten noch viel mehr hinsetzen. Noch mehr Scorpions. So richtig übertrieben. Wie wären das? Mit einer Acid Attack noch drauf. Schild noch. Die können wir auch verkaufen, die sind sinnlos. Die schnell wegbomben. Die müssen auch weg. Geben wir hier noch ein Level aus. Braucht mal den Attack. Ja. So eigentlich auf diese Weise. Vielleicht können wir die da vorne noch wegbomben. Dann irgendwas erreichen dadurch. Bin mir nicht sicher. Ich hoffe, wir verlieren hier. Wir haben zu viele Level. Na, mit Acid vielleicht? Ja, ein bisschen geht's. Ich glaube, es hat funktioniert, aber... haben wir jetzt noch was gegen feindliche Wespen hier? Bin ich mir nicht sicher. Ein paar Marksmen. Oh, Fangs. Ja, Acid war okay, aber jetzt kann er halt Overlords bauen. Und dann sind die halt dagegen immun, ja. Okay, und wir laufen jetzt durch unsere eigene Suppe durch. Schön langsam. Das heißt, das hätte jetzt hier halt für eine Runde funktioniert und danach wird es nicht mehr funktionieren. Fortress. Können ja Overlords bauen. Oder Melting Points halt. Ich glaube, wir nehmen die Melter. Melter mit Multishot. Und ich glaube, wir müssen leider hier halt einen hinstellen. So, das wegbomben. Jetzt müssen wir uns beeilen. Muss wieder so da wegbomben, da wegbomben, da wegbomben, dem Level geben. Die bekommen Level. Melter bekommt Energy Diffraction. Moment mal. Warum ging die Reichweite jetzt hier runter? Das ist doch neu, oder? Ja, da müssen wir den Kredit noch aufnehmen. Hätten wir ja sowieso. So. Was können wir noch machen? Die brauchen eigentlich kein Level.
hier eine Rakete zu stellen. Noch eine macht vielleicht Sinn, vielleicht auch nicht. Ich stelle mal hier auch noch eine Sicherheitsrakete. Den geben wir noch ein Level hier an der Seite. Die haben wir ja weggebombt. Die können wir fast verkaufen. Die waren sinnlos hier. Stellen wir vielleicht hier noch Crawler mit hin. Hier sind später noch welche mit hinzu. Oh, hier haben wir keine Rakete gestellt. Mist, das ist ein Fehler. Hier hätte unbedingt eine Rakete hingemusst. Okay, ja, er hat das jetzt hier gemacht. Jetzt gucken wir mal, wie es funktioniert. Der Melter funktioniert. Er funktioniert nicht. Oder knapp. Knapp nicht. Naja, hätte funktionieren können. Wie viel Leben habe ich? Ja, ist vorbei. GG. Hat er gut gemacht. Hätte man vielleicht noch vehementer gleich am Anfang drauf reagieren müssen. Es war relativ durchsichtig, dass er natürlich hier mit diesen Rhinos versucht durchzupreschen. Und ich dachte, es geht dann halt irgendwie. Ja, aber klar, das ist halt der Konter dagegen. Und da kann man dann halt nichts mehr machen. Und es war aber auch wichtig, dass ich hier den Melter auf die Seite noch... also, dass ich noch Melter auf die Seite setze, weil man sieht, hier hat er halt auch welche. Und das Problem ist halt auch, dass dieses Early Game so schlimm ausgesehen hat, denn dadurch haben die so viele Level hier bekommen, ja. Der nächste Punkt war, ich habe jetzt hier tatsächlich Sack rausgenommen und das reingenommen. Haben wir nicht bewusst, dass da die Reichweite runtergeht. Also vielleicht war es mal bei irgendeinem Patch mit drin. Aber das ist natürlich übel dafür. Na gut. Gucken wir nochmal, wie viele Punkte jetzt hier verloren gingen. 18 Punkte und sind jetzt bei 1859. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.